Und herzlich willkommen in der Dreikönigskirche. Nehmen wir uns gemeinsam 5 Minuten Zeit und suchen Sie sich bitte jemanden, den Sie noch nicht kennen. Ich wollte neugierig sein, welche Leute sich dafür engagieren. Bin überrascht, dass das Durchschnittsalter nach meiner Schätzung etwa vielleicht bei 30, 35 liegt. Also Zukunftsstadt ist, glaube ich, was ganz Großes, ein riesengroßes Projekt, wo viele Leute mitgestalten können, was, glaube ich, sehr wichtig ist, was man sagt, dass da viele Leute sagen, ich bin da mit dabei, ich überlege mir was, ich möchte meine Zukunft gestalten, die Zukunft meiner Stadt gestalten. Wir haben eine ganze Menge gelernt in diesem Prozess. Wir haben uns persönlich selber kennengelernt. Wir haben gelernt, wer welche Kompetenz besitzt. Wir konnten beobachten, dass Stadtverwaltung, Stadtpolitik und Bürgerschaft unterschiedliche Sprachen sprechen. Und deshalb kommt gerade auch so einem Prozess wie Zukunftsstadt eine ganz wichtige Rolle zu, hier eine Schnittstelle zu schaffen, ein Vermittler und Übersetzer zu sein, um diese beiden Welten stärker zusammenzuführen. Ich fühle mich auch als ein sehr moderner Mensch und möchte, dass sich die Stadt auch dahingehend weiterentwickelt und nicht stehen bleibt in seiner Vergangenheit und nicht als Touristenstadt, als reine Touristenstadt wahrgenommen wird, sondern wirklich auch neue Konzepte denkt. Wir haben 8 Reallabore, denen wir heute sozusagen unsere Glückwünsche überbringen können dafür, dass wir mit ihnen weiterarbeiten wollen. Wir wollen in unserem Projekt essbare Pflanzen, vorzugsweise Gehölze, überall in der Stadt pflanzen, um die dann zusammen mit Bürgern und vor allem mit Anwohnern zu pflegen und natürlich auch, dass jeder von uns quer durch die Stadt laufen kann, sich einmal quer durchs Gelände futtern kann. Wir wollen schauen, was wächst da schon in Plauen an essbarem Obst- und Wildobstgehölzen. Wir wollen dann gucken, wie wird es genutzt, von wem wird es genutzt und für was. Wir wollen zeigen, was gibt es alles für ein Material und wie sind diese Kreisläufe eigentlich. Das Restaurant zur Tonne will, dass Lebensmittelüberschüsse nicht mehr weggeschmissen werden. Wir wollen mit der Schulgemeinschaft ein Gesamtkonzept für das Schulaußengelände erarbeiten, planen und umsetzen. Und mit diesem Reallabor wollen wir gerne unbürokratisch Kleinprojekte von Bürgerinnen und Bürgern und Initiativen aus ihren Stadtteilen fördern. Was wir wollen, ist den Bewohnerinnen und Bewohnern der äußeren Neustadt für eine Woche ihren Stadtteil oder ihren Stadtraum zurückzugeben. Das grobe Ziel ist, massive Emissionen zu senken und Ressourcen zu schützen und Ressourcenverbrauch zu senken. Es war jetzt gerade eben 7 Tage ziemlich heiß, drückend heiß. Und was ich mir wünsche für meine Kinder und irgendwie für diese Bewohner dieser Stadt, dass man es hier aushalten kann im Sommer. Und dazu braucht es aus meiner Sicht vor allen Dingen Bäume, Frischluftkorridore, Orte, an denen man es aushalten kann. Und die sind jetzt unter diesem akuten Eindruck der Hitzewelle für mich echt, die werden immer knapper. Nicht immer bloß auf die Politik schimpfen und das ändert sich ja eh nichts, sondern okay, ich kann selber meine Stadt auch aktiv mitgestalten. Die Stadtbewohnerinnen steuern ihre Stadt selbst organisiert hin zur nachhaltigen Zukunftsstadt. Sie nutzen, erschaffen und erproben dafür Werkzeuge, Bildung, Politik und Prozesse. Und wenn wir sie nicht wie hier in Seoul gleich als politischen Beschluss umsetzen und sagen, das machen wir so, sondern vielleicht erst mal testen müssen, weil natürlich es Vorbehalte gibt, weil es Ängste gibt, solche strukturellen Veränderungen vorzunehmen, dann sind wir bei dem Reallaboransatz und sagen, dann lasst uns doch wenigstens mal probieren. Auf Augenhöhe miteinander sprechen, ich glaube, das ist ganz wichtig, gemeinsam Projekte machen und gut leben können. Also das wäre schön, das würde ich meiner Heimatstadt sehr wünschen.